In diesem Video möchte ich euch den idealen Lautsprecher für den Unterricht vorstellen und ich bin da bei dem Bose Soundlink gelandet. Ihr habt hier das gute Stück und das ist wirklich nicht groß. Ihr seht meine Hand, es hat ein ganz schönes Gewicht, weil die Technikdichte da drin sehr hoch ist, aber wenn ich hier so ein iPad daneben habe, da seht ihr, das ist überhaupt nicht so groß und es ist schön handlich. Das Schöne an diesem Lautsprecher ist für den Unterricht, dass er einfach intelligent ist und wirklich leistungsstark. Das Intelligente finde ich einfach, wenn man Technik im Unterricht nutzt, dann ist jedes Kabel, was man reinstecken muss, zu viel, weil die Pausen sind 5 Minuten lang und ihr wisst selber, da Technik umzubauen, wenn man leider noch nichts fest im Zimmer installiert hat, ist es schwer. Ich nutze ja hier meinen Beamer-Koffer, den ich dann in Unterricht nehme und hier habe ich alles drin und da ist dann auch der Lautsprecher, der liegt dann hier neben den allen anderen Kabeln und da ist einfach mir so, dass ich sage, der Lautsprecher muss schnell gehen. Und schnell bedeutet, dass ich entweder mit dem Lautsprecher per Bluetooth sprechen möchte oder wirklich nur mit einem Klinkerstecker. Aber wichtig ist mir, dass ich nicht noch einen Netzstecker oder einen Stromanschluss einstecken soll. Das ist bei diesem Lautsprecher richtig toll und schön. Der Lautsprecher ist erstmal sehr robust gebaut. Das heißt, wenn der mal runterfällt, dann passiert da nichts. Das ist alles hier Metallgehäuse. Das finde ich schon mal ideal. Die Robustheit ist ideal. Des Weiteren ist er auch von einem Markenhersteller, der Support leistet. Also wenn hier irgendwas kaputt ist, dann kann man das bei Bose einschicken. Dauert trotzdem manchmal 1 bis 2 Wochen, bis man das Gerät wieder zurückkriegt. Aber es gibt einen Service. Des Weiteren, und das ist das Schöne an diesem Lautsprecher, ist hier ein integrierter Akku. Und somit muss man eben kein Stromkabel extra mitnehmen, sondern kann mit dem Lautsprecher arbeiten. Der Akku, der befindet sich hier an der Unterseite. Hier drunter ist der fest eingeschraubt und das kann man jetzt von Bose wechseln oder man holt sich selber so einen Akku, dann macht man das selber. Es sind 4 Schrauben, die man lösen muss. Ihr seht hier unten noch einen Kontakt, da gibt es sogar eine Docking Station zum Laden. An der Seite ist das Mini- oder Micro-USB-Kabel zum ebenfalls direkt aufladen. Also es gibt 2 Möglichkeiten, einmal über die Docking Station oder über das Micro-USB und wir haben hier einen Line-In-Eingang. Und das Schöne ist bei diesem Gerät, dass sobald ich das anschalte, spricht das mit mir und ich weiß, brauche ich jetzt das Kabel oder brauche ich es nicht. Und es ist wirklich so, der Akku hält sehr lang, das ist selten, denn das Gerät spricht mit mir. Ihr hört das jetzt mal? Batterie bei 90%, verbunden mit iPad von Joachim Schreiter 2. Genau, und da finde ich das echt super. Ich mache das an, schalte es an und das Erste, was mir entgegenkommt, ist einfach, Batterie bei 90%. Der Batterieladestand da ist. Verbunden und das finde ich echt eine Joachim schöne Sache. Schreiter 2. Des Weiteren ist dieser Lautsprecher auch per Bluetooth ansteuerbar und der verbindet sich immer sofort automatisch. Hier habe ich mein iPad. Wir gehen mal in die Musik-App und spielen hier mal was an. Das Problem ist jetzt wieder, ob das jetzt irgendwie wieder durch YouTube rausgefiltert wird wegen Musikrechten, aber ich mache das deswegen nur ganz kurz. Und ihr seht hier, dass ich das ganz schnell umschalten kann. Und das ist auch was richtig Schönes. Jetzt ist es auf dem iPad, jetzt wieder auf dem Lautsprecher. Also das ist was echt sehr, sehr Angenehmes, was hier funktioniert. Des Weiteren kann man auch mit dem Lautsprecher, also ich habe hier die Knöpfe, kann ich auch dann direkt am Lautsprecher einen Film leiser und lauter machen. Ihr seht, wenn ich den Lautsprecher drücke, im Hintergrund, das iPad, das geht auch mit lauter. Und das ist echt was Geiles, weil das ist ja auch immer der Unterricht, ne? So ein Touchscreen, der ist schwerer zu bedienen, aber so ein Lautsprecher oder so ein Bedienfeld, das kann man blind bedienen. Da kann man das auch laut und leise machen. Eine weitere Sache ist, dass man sagen muss, dass bei so einem Lautsprecher ja die maximale Lautstärke das Interessante ist. Und da könnte man jetzt auf den ersten Fall denken, ich muss jetzt hier mal was öffnen. Genau, ich will nämlich Sprache anhören. Da könnte man denken, ah, der ist dann zu leistungsstark, aber das werden wir jetzt gleich mal probieren. Ich stelle ihn jetzt hier auf meinen Schreibtisch und ich werde jetzt hier mal in Technik-Podcast anmachen, also in was zum Hören.